Die Frage lautet hier, wie viel ergibt dieser Bruch? In diesem Bruch zerlegen wir diese 50 in 2 mal 25 und diese 100 in 2 mal 2 mal 25. So erhalten wir diesen Bruch und in diesem Bruch können wir sofort durch 2 hoch 20 kürzen. Somit bleibt oben diese 2 übrig. Und hier können wir durch 25 hoch 20 ebenfalls kürzen. Somit bleibt oben nur diese 25. Und 2 mal 25, das macht 50. Die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist also Antwort D. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.